Wir schauen ja jeden Samstag auch auf die Royals. Ich weiß, das ist auch absolut dein Thema. Und vor allem ganz oben, wenn ich mich recht erinnere, stehen bei dir die Briten. Wo in der Beliebtheitsskala stehen die denn, die Schweden? Das Tolle ist, wenn man in Schweden zu Gast ist und dort auf irgendwelchen royalen Festivitäten, die sind sehr nah. Es liegt auch ein bisschen an dem kleinen Ort. Also, und man begegnet sich da. Also ich habe selten so vielen Royals, bin ich auf Fuß gelatscht wie da. Also so drei Tage vor dem Fest laufen die da alle schon rum. Also wenn man da mal Royal Watching machen will, dann kann man das gut in Schweden. Da. Die Schweden haben auf jeden Fall für Aufruhr gesorgt diese Woche, denn sie haben es geschafft, alle vier ABBA-Mitglieder zusammen zu trommeln und in den Palast zu bringen. Und es ist ja schon eine kleine Sensation. Der schwedische König Carl Gustav und seine Frau Silvia haben der Kultband ABBA gestern Nachmittag in Stockholm eine ganz besondere Auszeichnung verliehen. Denn bis heute hat das Königspaar den Weltstars was ganz Wichtiges zu verdanken. Freitag 11 Uhr Ortszeit in Stockholm. Eine ganze Stadt feiert einer möglichen ABBA-Wiedervereinigung entgegen. Ich bin absoluter ABBA-Fan, schon so lange. Ich bin aus Neuseeland und habe die Songs immer gehört. Ich bin Fan, seitdem ich 11 Jahre alt war. Mittendrin unsere Reporterin Jale. Seit 3 Stunden stehen jetzt hier schon die ABBA-Fans. Denn dass ABBA hier heute zusammenkommt, also alle 4 Mitglieder, Benny, Björn, Agnetha und Annifried, ist super selten. Das letzte Mal hat man sie 2022 bei der Aufführung ihres Musicals ABBA Voyage in London zusammen gesehen. Aber ist das jetzt wirklich die große Chance der Fans, ihre Idole endlich mal wieder vereint zu sehen? Aber das sind die Popstars der 70er. Ihr großer Durchbruch, ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 1974. Es folgt Hit auf Hit. Aus einer schwedischen Popgruppe werden echte Weltstars. Ihre Beliebtheit in Schweden sprengt alles bisher Dagewesene. Hier bekommt die Band heute den Vasa-Orden für ihre herausragenden Leistungen im schwedischen und internationalen Musikleben. Entschieden haben das nicht König Carl Gustav und Königin Silvia, sondern das schwedische Volk. Das berührt selbst solche Popgrößen wie ABBA, erfährt unsere Reporterin Jale vor Ort. Ich habe mit einem australischen Fanclub gesprochen, die mir erzählt haben, sie waren am Donnerstagabend mit Annifried essen. Und die soll nicht nur super bodenständig sein, sondern auch total aufgeregt. Denn diese Auszeichnung hier ist auch für die Band etwas ganz Besonderes. Sie wird vom König verliehen und ist sozusagen die Krönung ihrer Weltkarriere. Was viele nicht wissen, ist, wie besonders die Verbindung zwischen ABBA und dem schwedischen Königshaus tatsächlich ist. Und der Ursprung liegt mittlerweile fast 50 Jahre zurück, weiß unser Royal-Experte Michael Begasse. 76, am Vorabend der glamourösen Hochzeit in Stockholm. ABBA, also alle 4, stehen auf der Bühne in Stockholm. Und Königin Silvia ist schier ausgeflippt, als ABBA Dancing Queen gesungen und gespielt haben. Immer wenn man in Schweden Dancing Queen hört oder wenn man von Dancing Queen spricht, hat man gleich 2 Sachen im Kopf. Man denkt an Königin Silvia und an diesen Welthit von ABBA. Dieser Moment verändert den Blick des schwedischen Volkes auf Königin Silvia. Statt streng und konservativ wirkt sie nahbar, menschlich. Und ihr fliegen die Herzen der Schweden nur so zu. Bis heute. Wie einschneidend dieser Moment für alle war, beweist auch dieses ganz aktuelle Video von vor wenigen Tagen. Ganz ausgelassen feiert Königin Silvia zu ihrem Song Dancing Queen. Zurück nach Stockholm, Punkt 13 Uhr, im Innenhof des schwedischen Schlosses kommen tatsächlich alle 4 Bandmitglieder an. Kein Posieren, keine Interviewmöglichkeiten und auch die Fans vor dem Schloss bekommen nur wenig mit. Es war kein großes emotionales Feuerwerk hier am Schloss in Stockholm. Auch sind alle ABBA-Mitglieder in verschiedenen Autos gekommen. Auch die Begrüßung zwischen den einzelnen ABBA-Mitgliedern war ja nicht ganz so herzlich. Gut eine Stunde dauert die Ordenverleihung. Keine ABBA-Songs, keine ausgelassene Stimmung. Aber zumindest ABBA-Mitglied Benny beschreibt den Moment danach. Wie immer, ruhig und schön.
Die Ordensübergabe ist natürlich eine rein formelle Veranstaltung, sprich für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, was hier manche ABBA-Fans natürlich etwas enttäuscht hat. Trotzdem versuchen die ABBA-Fans weiter, hier einen Blick auf ihre Idole zu erhaschen. Und es gibt sehr viel Applaus bei jedem Auto, was hier aus dem Schloss fährt. Vermutlich haben sich alle hier vor Ort heute ein bisschen mehr erhofft. Aber zumindest hat das schwedische Volk ihre Pophelden so mal wieder vereint.